Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Cyber Monday Video. Jetzt ist schon Donnerstag. Und wir wollen mal gucken, was wir heute für Schnäppchen haben. Fashion gucken wir uns mal an. Also das Echo ist wirklich ein muted Angebot. Hier gucken wir auch mal rein. Hier gucken wir mal rein. PlayStation logisch gucken wir auch rein. Kameras gucken wir mal rein. Was haben wir denn hier? Sony. Oh, Kaffeeautomat auf jeden Fall. Sportgerät müssen wir jetzt nicht gucken. Philips Wake Up. Ah, das ist dieses Wachmachding. Ist also von 159. Oh, gut, aber ich glaube, der war in der letzten Zeit gar nicht mehr so teuer. Ich glaube, der war in der letzten Zeit schon runtergesetzt, oder? Euro, wo ich dafür ehrlich gesagt nicht aussehen wollen. So, gucken wir mal, was wir noch Schönes haben. Oh, 4K. Gut, kann ich noch nicht mit anfangen, aber wir gucken trotzdem mal rein. Lautsprecher ist auch immer ganz interessant. Star Trek definitiv interessant. Werkzeug, um Handy zu reparieren. Oh, das ist was für meine Tochter. Soundbar interessiert euch ja auch meistens. BHs interessieren mich halt jetzt nicht so wirklich. Oh, die sieht ja auch geil aus. Die muss ich mir mal angucken. Oh, das Honor 10 ist auch wieder mit bei. PlayStation ist wieder mit bei. Den mache ich auf jeden Fall wieder drin. 500 GB SSD für 38 Euro. Das ist auch gut. Speichermöglichkeiten. Müssen wir mal gucken, was wir diesmal mit bei haben. Das Echo Dot, das kleine Ding, ist auch ein muted Angebot. Das habe ich noch nie so billig gesehen. Außer jetzt halt, seit Cyber Monday ist. Das ist auch wieder mit bei. Das ist auch wieder mit bei. Hat auch, ich weiß ja nicht, bei mir im Kanal, bei mir im Telegram-Kanal findet da ein Test, wo alle, ich glaube, war von Chip oder so, verlinkt, wo alle getestet wurden und da schneidet es schlechter als Amazon und also Fire TV und Apple TV ab. Ein Auna-Mikrofon. Auna ist auch ein guter Marke und hat gute Qualität. Oh, der Ballistics ist auch wieder mit bei. iPhone ist mit bei. Nee, iPhone-Hülle. Hm. Oh, das ist auch, das habe ich ja. Das ganz gut, da kann ich von unterwegs dann schon warm machen oder so. Satellitenreceiver gucken wir auch mal rein. Kinderspielzeug auf jeden Fall. Videogames stark reduziert. Assassin's Creed hatten wir uns ja gestern schon angeguckt, aber hier Videogames stark reduziert. Das ist auch interessant. Obwohl, die waren da auch teurer eigentlich. Xbox hatten wir uns auch gestern angeguckt. Das ist halt auch wieder mit bei. Das hatten wir uns gestern auch angeguckt. PS4-Konsolen mit Spielern. Aber guck mal rein, hier sind jetzt andere Bilder. Hier 10 Blu-rays für 50 Euro. Das war gestern. 3 Switch-Spiele für 100 Euro. Na, das ist doch auch interessant für euch. Oder hier 3 Spiele für 70 Euro. Gibt doch einige, die eine Switch haben. Da gucken wir doch mal rein, was da Schönes mit bei ist. Ich habe ja keine Switch. Ja, dann wartet. Dann gucken wir uns mal von vorne an, was wir hier so Schönes haben. Wo bin ich denn jetzt in der Abteilung? Ah, Fashion. Fashion. Ja, ganz interessant. Das brauche ich. Aber der Schlafsack ist interessant. Der ist ja süß. Aber das ist wieder so Fashion, so... Jedermann. Das Nordische ist wieder nicht mit bei. Ah, Heisenberg von... Och, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Breaking Bad. Quarks.
Weil jetzt außer der Kinder, oh, und das hier ist jetzt nicht wirklich was mich jetzt hier gerade ins Auge sticht. Wo man sagt, Mensch, das muss man haben. Doch hier. Nordic, das sieht ja nicht mehr so schlecht aus. Ja, doch, das sieht gut aus. Ein bisschen schlicht, aber. Gucken wir, was wir noch Schönes haben. Oh, hier auch. Elderscroll, achso, das ist von Elderscroll oder was? Ja, das hat Elderscroll-Zeichen drauf. Das ist ein T-Shirt von Elderscroll. Hier unten haben wir dann noch eins. Green Lantern. Bademantel. Kleid. Ja, für Frauchen vielleicht interessant. Aber so jetzt im ersten Augenblick ist jetzt hier nichts mit bei, was mich jetzt hier so stark. Also was mir stark in die Augen springt. Oh, Güte. Naja. Oh, ein Torshammer. Die Uhr vielleicht. Ach, der ist auch so wie ein bisschen wie ein Anker gemacht. Aber so sieht er nicht schlecht aus. Dünn ist er. Kostet der? Wie weit vielleicht wird. Ah, okay, hinten ist also offen. Gut. 12 noch was. Müsste man mal gucken. Was haben wir denn noch Schönes? Ein Fire Tablet. Blau zeigt er nicht mal an. Normalerweise zeigt er blau auch an. 50 € Rabatt, 32 GB, voller HD, Alexa Handy-frei. Ja, das habe ich nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen. Also für Tablets, für die Fire-Tablets habe ich noch nicht so geguckt. Ich habe immer noch mein Samsung-Tablet und ich benutze die das nur selten, also in der Küche, aber sonst benutze ich das auch nicht. Deswegen habe ich Tablets jetzt nicht so auf dem Schirm. Oh, aber ich lasse das mal für euch drinne. 10,1 €. Was haben wir denn für Fernseher im Angebot? Alles Philips mit Ambilight. Ja, Ambilight werde ich demnächst noch ein Video machen. 2000. Was ist das? 55 Zoll für 400. Na, das geht. Ah, die werden auch immer billiger. 24 Zoll. Wir gucken uns mal den großen hier an. Skin Curve. Ich liebe ja Curve, muss ich dazu sagen. Zweimal USB, viermal HDMI, dreimal mit ACR, ARC. Und auf alle Vierer haben ARC. Das eine hat nur MHL noch dazu. Optisch, Netzwerk. Antenne, TV-Antenne, Satellit, Satellit, also zweimal Satellit, so ja. Oh, da bin ich mal gespannt. Ich habe mir so ein Ambilight zum Nachrüsten geholt. Werde ich dem nächsten Video machen. Bin mal gespannt, ob das verspricht, was ich so gesehen habe. Ach, und auch so eine große Fernbedienung. Ach, eine kleine hat man auch noch mit bei. Okay, also Philips hat jetzt eine große Fernbedienung mit hinten Tastatur drauf, eine Netflix-Taste ist, ja, das ist ja Standard heutzutage, und eine kleine für An-Aus, Sprache, Vor-, Zurück und Home. Ja, so ein bisschen wie Samsung, also Samsung ist ein bisschen breiter, also ich finde die kleine eigentlich besser, wenn man nur hin und her navigieren muss im Menü und zwischen verschiedenen Geräten und Sender vor, zurück und so, da reicht die aus, da ist jetzt viel besser als so ein großes Klopperding. Aber ob das mit der Sprache da so gut hinhaut. So, was haben wir denn hier? 25%. Oh, Scheiße. Boah, ich habe den Controller vor kurzem gekauft. Ich Idiot. Ich hätte doch mal warten sollen. Ja, nicht wundern, du hast jetzt die PlayStation. Ich lade im Hintergrund noch runter.
Ja, 6. November habe ich sie gekauft für 50 Euro, 59 Euro oder so. Mist. Ich hätte 20 Euro sparen können. So ein Scheiß. Boah, ich glaube, die bestelle ich mir nochmal für mich. Ich brauche noch einen Controller. Mein Inner hakt nämlich so ein bisschen. Mal echt warten sollen. Und was haben wir hier? 87 Euro mit 12 Monate PlayStation Plus Mitgliedschaft. Da können wir ja mal ausrechnen. Hier. Grob über den Daumen gepeilt. So. Nee, Quatsch, wir machen das einfach mal anders. Wir machen das. Wo ich meinen Rechner da. Der bringt nämlich immer, wenn man da ein bisschen was nachrechnet, weil der ist ja jetzt im Angebot. Gucken wir mal, ob wir da denn noch was dazu sparen. Ist gleich. Ja, und 47,99. Und was PlayStation Plus haben wir da auch gehabt. $47,99. Also sparen wir bei dem Angebot gar nichts. Wir kriegen nur beide zur gleichen Zeit. Aber das Angebot reizt mich trotzdem. Ich wollte ja sowieso nochmal PlayStation Plus holen. Gibt es auch noch ein Fortnite mit digitalen Fortnite-Inhalt? 71 Euro, ne, das ist für mich eher uninteressant. Mit COD. Der hat mich auch gereizt. Den finde ich optisch auch ganz schön. Hm. Na, mal gucken. Kameras. Schöne Preise. Aber Kameras habe ich auch nicht im Übersicht. Ich habe mir Camcorder geholt. Gucken wir mal weiter. Sony-Handys. Wenn die Preisspanne hier wirklich so hinhaut, dass man hier so viel Rabatt hat, was ich meist bei den meisten Angeboten auch nicht glaube. 66% gespart. Ich weiß gar nicht, welches das aktuell eigentlich ist von Sony. XZ1, XA2, XA Ultra. Ich lasse es mal drin. So, Kaffeeautomaten. Nee, Kapselautomaten. 53% Rabatt. Naja, da habe ich vor kurzem mit meiner Frau ja noch gekauft für ihre Wohnung, weil ja, das nicht so richtig hin, ja, weil sie ja keine Kaffeemaschine hat. Ach Gott. Und wir wollten eigentlich so ein kleines Ei. Haben sie jetzt hier nicht drin. Das hat ihr optisch sehr gut gefallen, aber das war ziemlich teuer. Ach, das sind ja Krups. Und jetzt hat sie auch so ein kleines Ding, aber von vom Netto, also von Eigenmarke. Aber haben wir auch 79 bezahlt, glaube ich, oder 69, 59, ich weiß es gar nicht. Also das Angebot ist hier schon okay, vor allen Dingen das ist Krups. Aber 200, also wenn das wirklich hier 200 und so, das, also 200 würde ich für so ein Ding nicht ausgeben, auch wenn da Milchbehälter mit bei ist, da würde ich noch ein paar Euro draufpacken und mir einen Vollautomaten holen, da hat man dann definitiv mehr von. Genau. Ja, 4K. Oh, Matrix. Oh, das wäre ohne was Matrix. Ich habe Matrix nämlich nur auf DVD. Oh, so ja mit HDR. Ich werde bescheuert, ey. Ist das echt euer Ernst? Inklusive High Dynamic Range. Boah, ich hoffe, die nächste PlayStation kriegt ein 4K-Laufwerk. Dann werde ich mir ein paar 4K-Filme holen.
Ich habe jetzt alles auf Blu-ray umgerüstet, jetzt kommt 4K-Scheiß. Jetzt gibt es die ganze Geld wieder aus. Aber ich werde nicht alles holen. Ich werde mir nur so das, was ich auf Blu-ray noch nicht habe, Matrix zum Beispiel, werde ich mir dann auf 4K holen. Logan. Dunkle Turm, der ist auch gut. Also es sind auf jeden Fall ein paar gute Filme mit bei. Was soll Matrix eigentlich kosten? Steht nicht da. 24, also zahlt mal weniger für eine 4K, ey. Krasse Scheiße. Bluetooth-Lautsprecher. Ja, die interessieren ja auch immer viele. Die lasse ich mal drin für euch. Aber wie gesagt, ich kann das mit dem Preis hier. Ne, gut, das ist Sony, ja, gut. Kann ich jetzt schlecht beurteilen, aber wir können doch eigentlich. Können ja mal gucken. Auf der Sony-Seite. Idealo und shoppen. Ja, doch, hier sind sie teurer definitiv. Aber seht ihr, 87 plus Steuer. Wir werden mal gucken, was Sony sagt. Sony sagt, Preisempfehlung. Händler suchen. Wir nehmen jetzt einfach mal Otto. Das nehmen wir, Euronics nehmen wir und Mediamarkt. Hier haben wir für 111 Euro. Hier 129. Derzeit ausverkauft. 169 jetzt gestrichen. Ja, gut, Mediamarkt macht ja auch so eine Aktion. Alle Billenpreise von Amazon. Gucken also die 169 auch nicht ganz. Das ist meistens, glaube ich, auch nur die Angebote, der Preis, was das mal gekostet hat, wo rausgekommen ist. Ah, Blu-ray, Star Trek hier. Boah, da müsste ich mir auch irgendwann mal alles holen, aber. Oh. Da gibt es so viel. So. Experimentier. Okay, was haben wir denn da schon? Oh, das könnte. Ich suche nämlich noch, was könnte für meine große Tochter sehr interessant sein. Da muss ich mal meine Frau fragen, was wir da am besten holen. Kristallgigant. Oh, Wind. Okay. Also wenn man hier auch dann noch selber basteln kann, dann ist das verdammt interessant. Ach, da kann man ein Windrad selber bauen. Okay. Das hat denn auch einen kleinen Motor drin. Oh, so, oh, ja, so klein ist das Windrad ja nicht. Ich habe ja so ein kleines Mensch. Okay. Das ist jetzt wieder was, was mich sehr interessiert und da hätte ich jetzt, wäre ich jetzt so durch den Cy ohne Cyber Money ja nicht drauf gekommen. Also mit einem Mikroskop vielleicht. Nee, das nicht. Da baut die nur Scheiße mit. Kosmos ist vielleicht auch noch interessant. Ach, da kann man denn Kristalle selber machen. Echt jetzt? Kann man Kristalle selber machen und die soll ja einfärben. Ist ja geil. Also das ist auf jeden Fall, das ist sehr interessant. So, wie machen wir weiter? Home Entertainment. Die sieht interessant aus. Ich habe nämlich von meinem besten Freund, ach, das ist die, glaube ich, die ich meinem besten Freund damals geschickt habe. Nee, ist er nicht. Die war nicht dreieckig. Der hat nämlich eine Soundbar gesucht. Optisch hat sie Klinke.
eine kleine Fernbedienung. Ja, die Fernbedienung, irgendwie gleichen die sich jetzt alle nach und nach Amazon an. Aber finde ich interessant. 49 Euro eine Soundbar. Ob die natürlich jetzt auch den Sound macht, was sie machen soll. Eine Bewertung hat sie, eine gute. Man kann ja mal die Bewertungsstatistik hier angucken. 66%. Bewertung sieht ganz gut aus. Oh, die Maus hier fällt mir, die sieht optisch richtig geil aus. Aber ich habe noch genug Mäuse. Die gefällt mir. Oh, die gefällt mir wirklich gut. Nein, nein, ich habe genug Mäuse. Ich habe definitiv genug Mäuse. Die einzige Maus, was ich mir demnächst irgendwann mal, nein, jetzt nicht demnächst, aber irgendwann mal holen will, ist eine kabellose, die mit Mauspad, wo dann praktisch das Mauspad am USB dranhängt und die Maus drahtlos geladen wird. Das will ich mir holen. Das ist aber auch ein guter Preis. Das hatte ich nämlich letztens neu geguckt. Das war wirklich, ist wirklich 400 noch was gewesen. Und hier 10, Quatsch, 100 Euro weniger. Und das ist die 128 GB-Version. Aber warum ist die zweimal drin? Verschiedene Farben. Aber kann man doch hier unten auswählen, die Farben. Reinhard Noffert. Also, das sieht ganz interessant aus. Also, das Angebot finde ich echt interessant. Aber muss man dann natürlich gucken, wir haben dann hier keinen Full Display. Wir haben da unten noch einen Knopf. Bei dem Honor 8X, was ich gerade teste, ja, da hat man ja dann praktisch, wartet, ich muss den Bildschirm mal wegmachen, da habt ihr dann bis unten hin Tasten. Also Quatsch, Bildschirm, wenn wir jetzt hier auf Google gehen, seht ihr das? Das ist bis unten hin weiß. Also das ist aber trotzdem ein sehr interessanter Preis. Also das packe ich euch auch mal rein. PSN hatten wir ja schon gesagt. Speicher. Hier wird es jetzt interessant, aber es sind nur SD-Karten, oder? Ja. Diesmal nur SD-Karten. Die hatten in der letzten Zeit auch schön Festplatten da. Ah, hier vielleicht. Ja. Ah, das ist die. Die hat nämlich auch die Seagate runtergesetzt. Die ist jetzt natürlich vom Preis wieder höher. Hier ein Terabyte für noch was. Können ja mal gucken, wie hoch sie jetzt ist. Externe Festplatte. Da ist sie. Bestseller. Ich habe die ja auch in 5 Terabyte oder 4? 5. 5 Terabyte. Ja, jetzt ist sie wieder teurer. Jetzt ist sie auf 117 Euro. Also 17 Euro mehr. Die hat 99,99 gekostet vor kurzem noch. So. Ballistics hatten wir uns ja angeguckt. Da will ich heute noch das einbauen und dann das Video dazu machen. Oh, da bin ich am Überlegen. Das sieht interessant aus. Da mir noch welche zu holen. 30 Euro, das ist ein guter Preis. Was sagt ein Idealo? Ich brauche nämlich noch ein paar. €55, das ist eigentlich teurer. Hier haben wir gleich mehrere. Also viel brauche ich nicht. Was brauche ich noch? Ich habe im Wohnzimmer und im Badezimmer. Im Wohnzimmer und im Kinderzimmer. Ich brauche noch Küche, Badezimmer und Schlafzimmer. Drei Stück brauche ich noch. Hier drei Stück mit einem Home Control Center. Aber Home Control habe ich schon, aber das könnte ich dann meiner Frau geben. Dann könnten wir das meiner Frau auch einrichten. Aber hier weg bei 150, 160, 165. In dem Dreh ein paar Euro mehr und man hat ein Control Center dazu. Wo ist denn das Angebot?
Es verlohnt sich auch immer zu vergleichen. Also, ja, wir haben nur Rabatt. Aber den Shop kenne ich nicht. Was ich nicht kenne, mache ich nicht. Ich habe das schon öfters, ihr habt das zum Beispiel jetzt hier das einzeln, 30 Euro. Aber jetzt hier im Set, dass man da dann noch Geld gespart hat, wenn man dann sowieso so einen Sensor braucht. Oder ich hatte das auch schon, ich weiß gar nicht bei welchem Produkt das war vorher ja beim Cyber Monday. Da hatte ich ja noch keine Videos dazu gemacht. Da habe ich mir auch für was interessiert, ich weiß ja nicht mehr, was das war. Und ich habe 2 Stück gebraucht. Und dann waren 2 Stück. Also hat man einmal einzeln gekriegt und einmal 2 Stück mit irgendeinem Adapter. Es war irgendwas für einen PC, ich weiß aber nicht mehr was. Waren 2 Stück plus Adapter billiger, als wenn man sie zweimal einzeln gekauft hat. Und da habe ich dann halt das hier geholt. Ach, die Alarmsirene, ja. Die habe ich ja bei mir auch. Also die Volo finde ich ganz interessant. Hier ist zum Beispiel das Home Control, kostet jetzt 90 Euro nur. Wer das halt so nach und nach holen will. Aber ich empfehle immer so ein Starter-Set mit, und das ist ein ganz gutes Starter-Set hier mit 2x Heizungssensor und Thermometer für innen. Ich habe ja auch Steckdosen über die Volo und also hier im Kinderzimmer und so. Das ist von Vorteil. Aber das reizt mich jetzt wirklich verdammt arg. 30 noch was. Ich bräuchte 3 Räume weg bei 90 Euro. Also das reizt mich. Das gucke ich mir gleich nochmal an, wenn wir kein Video machen. Uno, das ist der Kleine. Weg. Kinderspielzeug, ja, da muss ich mit meiner Frau mal durchgucken. Aber dann sagte sie, wir haben so viel und noch kann sie gar nicht spielen. Hat sie auch recht. Spiele. Oh Gott, oh, 26 Euro. FIFA. Crew hatten wir ja schon mal geguckt. Naruto, Rainbow Six. Oh, Rainbow Six Siege 16 bis wie viel? Gucken wir mal. 16 Standard Edition. Ja, wir Standard reicht uns aus. Die kostet 20 Euro. PC garantiert wieder billiger. Oh ne, diesmal teurer. PC Code 16 Euro. Aber die Standardversion 20 Euro, das geht. Projekt K2. Projekt K2 Ultimate Collection. Ich habe mal so eine Ultimate Collection. Also viele Spiele sind es diesmal nicht. Aber Black Friday ist ja auch noch nicht. Es kommt ja noch der Black Friday. Hier haben wir dann noch Spiele drin und das Bundle mit Spider-Man 269 Euro. Also 269,99. PS4 Slim. Nee, das ist nicht die Slim, die hat HDR. Hat die Slim auch HDR? Die Slim hat doch eigentlich gar kein HDR. Das hat doch nur die Pro. Die Pro kann 4K und HDR. Aber das ist doch nicht die Pro. Bescheuert. So, jetzt gucken wir uns mal. Die hat alle jetzt HDR-Logo oben drauf. Hier ist die Slim normal. Da, das ist die mit 1 TB. In Jack Black. Das ist die ganz normale Slim. Hier auch nochmal. Der hat so auch ausgepackt. Ganz normal Slim. 1 TB. Mit HDR. Bin ich bescheuert? Die Slim hat doch kein HDR. PSVR ready. Aber das ist gut, da sind 2 Controller mit bei. 2 DualShock-Controller. Gut, man hat nur 500 GB, aber
Gold sieht auch schick aus. Ich muss jetzt sagen, Leute, wer von euch die Slim hat, bitte schreibt mir doch mal, ob ihr HDR habt, ob das mit einem Update dazu kam. Weil normalerweise hat hier, seht, 4K HDR, aber die PS4 Pro hat 4K HDR. Und die Slim hat doch gar kein 4K. Aber HDR soll sie haben. Aber in 1080p gibt es doch kein HDR. Leute, haltet mich, schreibt mir doch mal bitte unten in die Kommentare, wenn ihr die Slim habt, ob ihr HDR am Fernseher, also in der PlayStation anschalten könnt. Weil HDR ist meiner Meinung nach eigentlich nur für die 4K-Konsole, für die Pro. Da kannst du 4K und HDR einschalten. Aber 1080p mit HDR geht doch gar nicht. Also ist mir jedenfalls nicht bekannt. Und das ist eindeutig die Slim. Und hier oben steht ja auch Slim. Also da haltet mich mal bitte auf dem Laufenden. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Da muss ich nachher nochmal nachforschen. Rabatt auf ausgewähltes Spielzeug. Okay. Beyblade, gibt's sowas überhaupt noch? Oh, 23 Euro für die großen Kästen? Das ist jetzt wieder interessant. Also sind wirklich diesmal auch nicht so viele geile Sachen mit bei, aber einige geile Sachen sind wieder mit bei. Ja, das muss ich mit meiner Frau angucken, das kann ich jetzt schlecht beurteilen, sonst meckert sie wieder, weil ich irgendwas gekauft habe und hat sie gesagt, nein. Brauchst du noch nicht oder brauchst du ja später. Und so eine Kuscheltücher hier zum Nuckeln haben wir ja auch schon einige verschiedene. Also wir haben zwei oder drei, vier so mittlerweile. Bugs Bunny haben wir, nee, Bugs Bunny nicht, weil das macht Angst. Tweety haben wir geholt. Dann haben wir noch irgendwas geholt und wir müssten drei oder vier davon haben. Hier sind dann die drei Spiele für 100 Euro, die müsst ihr euch einfach nur in den Warenkorb packen und dann hier ein Einkaufswagen. In Einkaufswagen sind schon nicht mehr alle da. Oder hier kann man wahrscheinlich die Varianten wählen und dann wird es am Ende abgezogen. Monopoly ist echt schön. Also wenn ihr was in einer Gruppe spielen wollt, Monopoly, das macht echt Spaß. Schlag den Raab habe ich damals auf der PS3 gehabt, das war auch ganz lustig. Und wenn ihr Kinder habt, die Lego-Spiele kann ich euch da nur, also sowas würde ich jetzt dem Kind nicht spielen lassen, aber die Lego-Spiele, hier so wie die Unglaublichen oder so, die kann ich euch wirklich nur ans Herz legen für Kinder. Da ist keine Gewalt, keine blöden Kommentare, wo man sagen muss, ah, da guckt sich das Kind irgendwas ab oder so, das ist wirklich echt süß gemacht. Und also die Lego-Spiele kann ich euch da wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Oh, hier, Zwiebel so ja gleich. Und hier haben wir dann drei Spiele für 70 Euro. Das war drei Spiele für 100 Euro. Crash Bandicoot, Fortnite, Worlds, das soll auch sehr gut sein. Ich habe es noch nie gespielt, ich habe ja keine Switch. Oh, Victor Vran, das ist so gut. Schön Metal-Musik im Hintergrund, geile Sache. Ja, dann würde ich sagen, dann wartet jetzt erstmal. Wir haben uns die Angebote angeguckt. Also es sind diesmal wirklich nicht so viele geile Sachen mit bei, wie in den letzten Tagen. Ich guck mal nach, ob wir hier auch nochmal irgendwelche fetten Rabatte haben. PlayStation 4. Ja, hier Spyro werde ich demnächst mit euch spielen oder anspielen, besser gesagt. Also ist diesmal nicht so knallermäßig mit bei. Also ein paar sind mit bei, aber bei dem gestern und vorgestern, da waren mehr geile Angebote mit bei. Ist jetzt heute ein bisschen zurückhaltend. Naja, ist verständlich, wa? Ist heute Donnerstag, morgen ist Freitag, Black Friday. Da kommen die fetten Rabatte, hoffe ich doch. Ich werde zum Black Friday, werde ich natürlich auch ein Video machen. Ah, hier haben wir noch ein Bundle, noch 11 Stunden. Was haben wir denn da Schönes?
Ja, den Controller. Ach so, ja, die Konsolen. Die Pro zum Beispiel hier. PlayStation 4 Pro mit Spider-Man. 349. Geht. Das ist ein Preis. So. Mal gucken, was da noch geht. Ich bin jetzt echt am Überlegen mit dem scheiß Controller, ob ich mir den Controller noch bestelle. Weil ich brauche unbedingt noch einen. Weil mein Inner, der hakt immer so um die Schultertasten und die X-Taste, die meckert auch ab und zu rum oder wird nicht gleich immer beim ersten Mal genommen. Gut, dann würde ich mich jetzt hier verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Achso, heute Abend ist Livestream. Ich werde auch gleich noch, ich war bei Look Design heute schon, heute früh. Da werde ich gleich noch ein Video hochladen. Bis dahin, haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.